Ja, hallo. Ich heiße Eckhard Wallis und bin Hausarzt in Heidelberg hier. Ich wollte nur mal ganz kurz ein paar Worte sagen, wie sich die letzten 2 Jahre für mich dargestellt haben. Also es ging ja dann vor 2 Jahren los mit Corona. Da war eigentlich bei mir unter den Patienten nichts zu spüren davon. Also wir haben kein Problem gehabt mit der Erkrankung. Die Fälle, wo ich mich wirklich drum kümmern musste, die kann ich an einer Hand abzählen. Dann kam das mit der Impfung und was wir jetzt alle gehört haben, es kommen verrückte Zahlen und Meinungen. Und da denke ich, da sind wir als Hausärzte, kann man uns wenig vormachen, weil wir wirklich sehen, was passiert. Und wir haben einen Durchschnitt, also eine durchschnittliche Bevölkerung zu versorgen und alle Berufe, alle Schichten. Und da sehen wir ganz genau, was passiert. Und ich denke, also was auf jeden Fall aufgefallen ist, dass im Zuge der Impfung, als die Impfung dann kam, merkwürdige Krankheitsphänomene oder Krankheitserscheinungen, also Kombinationen von Symptomen, die ich vorher noch nie gesehen habe, die ganzen Jahrzehnte, wo ich schon im Gesundheitswesen bin. Und das sind schwere Reaktionen auf die Impfung gewesen und aber auch Komplikationen, also Spätfolgen. Und das war bei jungen, gesunden Menschen, das war bei alten, kranken gleichermaßen, also da gab es gar kein Muster in dem Sinn. Und das waren in alle Körperbereiche betreffend. Also das waren Leute, die nachts die Toilette nicht mehr gefunden haben. Das waren Leute, die Lähmungen gehabt haben in den Beinen. Guillain-Barré-Syndrom zum Beispiel, 3 Stück, das habe ich noch nie live gesehen. Ich habe das im Studium gelernt. Es waren Parästhesien da, also Missempfindungen, Herzgeschichten, Lungengeschichten, Thrombosen, sowas. Wir wissen das ja alle, wir haben das alle gehört. Aber es ist tatsächlich so. Und wenn man das so erlebt, ist es wirklich erstaunlich, dass nicht nur also Komplikationen auftreten, sondern dass das, was auftritt, keinem bekannten Muster mehr zuzuordnen ist. Wir haben Untersuchungen gemacht, Diagnostik gemacht. Die übliche Diagnostik erbringt nichts. Also da macht man sich natürlich seine Gedanken, ob das ein immunologisches Phänomen ist oder was, ich weiß es nicht. Man müsste tatsächlich obduzieren oder man müsste eben histologisch genauer nachgucken. Das wird halt nicht gemacht. Und letztlich stehen wir natürlich mit wenigen da, die da genau hingucken. Die meisten gucken eben nicht hin aus den genannten Gründen. Und das ist natürlich auch noch deprimierend, weil wir dann konfrontiert sind mit dem psychischen Elend, was wir jetzt eben von Hartmut auch noch gehört haben, was unglaublich zunimmt, diese Auswirkung des sozialen Drucks in Richtung Impfung oder des familiären Drucks und des beruflichen Drucks, was das für Schäden anrichtet und Menschen in Not bringt, ist für mich sehr deprimierend zu sehen. Und ich denke, wir bräuchten einen also sehr viele Leute, die sich darum kümmern. Leider sind es sehr wenige, die dafür offen sind. Soweit.